Moin Moin zusammen und willkommen zurück zur Definitive Edition von Outward. Wir sind hier in... Wo bin ich nochmal? Zerstörte Testräume. In den zerstörten Testräumen. Und ich habe jetzt zum Ende der letzten Folge noch diesen, ich vermute, Aufzug gefunden. Und bin jetzt ein bisschen neugierig, also gehe ich runter. So. Taschen sind voll. Alter, geht das weit runter. Alter, geht das weit runter. Ups. Alter, wie? Okay. Oh. Sekunde. So. War jetzt gerade etwas angespannt. Also, Rucksack wieder mitnehmen. Jetzt gucken wir mal kurz durch. Sind hier Sachen drin, die ich nicht brauche? Die Pilzhellebarde, wie ist nichts wert. Die beiden Sachen kann ich eigentlich kaputt machen. Hier die Händlerstiefel und die zerschlissene Haube. Machen wir direkt mal. So, weg damit. Und weg damit. Haben wir noch was? Wir haben zwei Spitzhacken. Eine ist ein bisschen kaputt. Weg damit. So, wir haben ganz viele Beutel. Die brauche ich aber. Aber nicht alle hier unten. Wir müssen ja sowieso noch wieder nach oben. Und dann können wir für den Rückweg die Dinger wieder voll machen. So, haben wir noch irgendwas, was sinnfrei ist? Hier heute könnte man wegpacken. Aber ich denke, wir sind jetzt schon um einiges leerer in der Tasche. Ah, Mist. Ja, dann machen wir das doch so. So, jetzt dürften wir schon um einiges besser unterwegs sein. Gut, was haben wir hier unten denn? Also zum einen war hier ein Schwertgolem, den haben wir zerlegt. Oh, der hatte einen Schlüssel. Was für ein Schlüssel? Unterem Testraum. Ich suche ja noch den Schlüssel, wo dieser eine Troglyt hinter eingesperrt ist. Ach, guck mal. Was haben wir hier? Hier ist alles eingefroren. Da fliegt was. Ach, da! Ah. Und der schießt dann immer diese Kugeln. Ich habe mich jetzt ziemlich doll erschrocken. Aber den kriegen wir hin. Das ist nicht das erste Mal, dass wir gegen sowas kämpfen. Also, erstmal müssen wir anständige Klamotten anziehen. Dann unnötigen Ballast kurzfristig abwerfen. Ich hab's gleich. So, das sollte hinhauen. Und jetzt ballern wir uns alle Segen rein, die wir lernen können. Komm. So, Disziplinsegen. Und den hier noch. So, das hier ist alles passend. Haben wir noch... Habe ich nicht pikant? Da, pikante Paste. Pikante Paste noch. Den reinzimmern. Den Astraltrank reinzimmern. So, das ist alles hin. Das haut alles hin. So. Oh, ich habe was abbekommen davon. Au! Ah! Ah! Eieiei. Ei, ei. Mir ist kalt und. Ui! Sekunde. Verwenden. So, warte mal. Was haben wir denn jetzt hier bekommen? Alles. Krankheit, verdorben. Kalt. Krankheit, Erkältung. Und so einen blöden Hex. Okay, den kann man damit nicht wegmachen. Haben wir denn hier noch für Tränke? Stabilitätstrank haben wir noch, Wettertrotzen. Alles nichts, was mir groß was bringt. Okay. Dann holen wir doch mal den
hier rein und da müssen wir ein bisschen mehr aufpassen. So. Ja, das macht ganz gut Schaden. So, jetzt nochmal hier hin. Da ist die Kugel. Ei, oh. Vorsicht! So, und du bist wassergekühlter Golem. Hast Schlüssel zum unteren Testraum. Metallisierte Knochen. Schildgolem-Bruchstücke. Also der hat eine Menge guten Kram in der Tasche gehabt. Okay, wir sind erkältet. Wir sind, ich glaube, krank. Diverse andere Sachen haben wir auch noch. Das ist nicht schlimm. Das geht alles weg. Das geht noch alles weg. Irgendwann hoffentlich. Warte, das noch hier hoch und ich würde sagen, ich ziehe jetzt einfach mal den Schild und den Rapier an. Ich werde nämlich nichts mehr groß bekämpfen. Dann können wir den hier hochpacken. Dann haben wir auch mehr als genug Platz. Warum will ich nichts mehr groß bekämpfen? Ich habe Schiss, voll weggemacht zu werden jetzt so langsam. Alle möglichen Heiltränke. Haben wir noch einen Heiltrank? Wir haben noch einen Heiltrank zum Beispiel. Wir sind stark verletzt, was Krankheiten und andere Dinge angeht. Unterkühlt! Oh! Wo ist es? Der. Wir sind stark unterkühlt. Oh, hier ist eine Kiste. Ja, muss ja gar nicht so wichtig, hier ist eine Kiste. Nehmen wir alles einfach mit. Sollte genug Platz dran sein. Und ja. Alter, hier geht's noch richtig, richtig tief rein. Meine Herren. Haben wir hier auch... Da sind keine Gegner. Das ist die Bahn! Das ist die Tiefbahn, sage ich einfach mal. Die aus WoW. Die fährt nach Eisenschmieden. Okay, da vorne sind noch Gegner. Man könnte jetzt hier noch weiter erkunden. Aber wir müssen es, wie wir es beim alten Bunker gehabt haben, einen Schlussstrich ziehen, uns wieder aufrappeln und nochmal aufbrechen. Das ist immer ganz, ganz, ganz tragisch, denn gerade der Weg hierhin ist wirklich super weit. Und ich denke auch, dass ich gleich für die Reise einfach mal so eine Art Überblendung mache. Ist hier? Kann man hier was machen? Hat es nicht geblitzt hier gerade? Nein? Okay. Eine Art Überblendung mache. Was ist damit gemeint? Relativ simpel. Ich gucke jetzt, ich werde noch ein bisschen sortieren. Die Sachen nehme ich mit, die Sachen nehme ich nicht mit und so weiter. Halt abwägen. Und sobald ich huste. Ja, ich bin ja auch krank. Warte. Habe ich nicht was gegen Krankheit? Schützt vor Kälte, Ausdauer wieder her. Heilung von Durchfall. Ein Durchfall? Ich bin erkältet. Bräuchte eine Kochstelle, damit ich mir einen Tee kochen kann. Also wie gesagt, zeig noch, was ich so gern mitnehmen will, was ich liegen lassen werde, was ich vielleicht dann beim nächsten Mal mitnehmen werde. Pilzhellebarden sind halt ganz weit hinten. Troglyten, Speere oder Waffen allgemein, die sind halt irgendwie nichts wert. Vorher können wir aber gucken, ob wir vielleicht Pilzhellebarden mal zerlegen können. Das habe ich noch nie nachgeguckt und noch nie ausprobiert. Könnte ja sein, dass wir da dann noch ein neues Rezept lernen. Ah ja, hier. Naja, das kenne ich noch hier. Alles weggefeuert. Da sind die Troglyten der anderen Seite. Ja, ja, hier ist der schnelle Weg zurück, aber unterwegs habe ich noch ein paar Sachen liegen gelassen. Die wollen wir mal eben kurz anschauen. Den Wettertrotztrank, den lassen wir da. Den nehmen wir auf jeden Fall wieder mit. Wenn wir hier hoch runter aufbrechen. Denn hier ist ja super kalt. Die Quest für Victor mit Daisy, die muss leider warten. Ich weiß nach wie vor nicht, wo der Lagerraumschlüssel ist. Ich hoffe einfach, dass ich den in irgendwelchen Sachen hier finde. Das wäre zumindest mal sehr schön. Ach ja, das ist das Buch, was ich gelesen habe. Gut, die beiden haben nichts. Dann sind wir hier eigentlich... Warte mal. Habe ich hier alles mitgenommen? Pilzhellebarde müsste ich dann auch... Genau, habe ich auch eingesammelt. Man kann die Pilzhellebarde nicht zerlegen. Hm.
könnte einen Arkan-Dämpfer herstellen. Einfachen Ranzen, Feuerlappen, was kann ich denn hier alles herstellen? Eine Menge, brauche ich aber nicht. So. Jetzt könnte ich theoretisch hier rüber zu den Troglüten. Doch. Tasche leer. Stark verwundet. In Anführungsstrichen stark verwundet. Eigentlich haben wir noch genug Ausdauer, um hier weiterzumachen. Doch. Ich müsste die ganze Zeit Inventar managen mit das wegschmeißen, das doch nicht mitnehmen, das dann doch lieber mitnehmen und so weiter und so fort. Würde ich lieber dann lassen. So, da vorne sind die anderen Sachen, die ich hingeworfen habe. Ich nehme jetzt einfach erstmal alles mit. Jetzt gucken wir mal, wie es denn so aussieht. Also, ich meine, ich kann genau, den hier doch zerstören. Dann kann ich den hier noch zerstören. Die hier sind zu viel wert, aber ich habe zwei Spitzhacken, das heißt, ich kann eine davon zerstören. Gut. Ich habe auch noch Spitzhacken zu Hause, das heißt, ich kann die Spitzhacke auch zerstören. So, Harpunen kann man auch zerstören? Okay. Dann werden wir die Harpune auch zerstören. Und schon sieht die Tasche deutlich besser aus. Gut. Das Rapier ist nicht so schwer. Kann ich was anderes dafür anlegen? Nicht. Nein. Ja, dann 12 in der Tasche noch. Das passt hier rein. Der müsste noch reinpassen. Genau. Keine Angst, ich habe eine Laterne. Die können wir auch anmachen. Gut, dann nehmen wir jetzt noch alles Wasser mit. Und gucken dann, ob wir noch was wegschmeißen müssen. Wenn nicht, würde ich eine Überblendung machen im Sinne von... Pausiere kurz die Aufnahme und wir treffen uns in... Amatten wieder. So, will ich was hiervon wegschmeißen? Ich sage, ich schmeiße einfach die Pilzhellebarde weg. Denn so schnell bin ich gerade mit Pilzhellebarde. Und wenn ich die wegschmeiße... Warte, ich gucke nochmal kurz, ob irgendwas drin ist, was wirklich sinnvoll ist. Nö, eigentlich nicht. Ich habe zweimal den Schlüssel. Ach nee, doch nicht. Ich habe nur einmal den Schlüssel. Den ich zweimal gehabt? Scheint nicht so. Okay. Tierhäute könnte ich noch ablegen. Könnte ich. Oder halt diese Knochen. Hier, Raubtierknochen. Aber es sollte eigentlich reichen. Ja, so schnell bin ich schnell genug. Gut. Dann blende ich euch mal eben kurz weg. Und wir treffen uns wieder in Amatten. Bis gleich. Er macht's schon wieder nicht. So, Amatten ist in Sicht. Hat ein bisschen gedauert. Ich habe mich zweimal verlaufen. Bei Nacht ist das aber auch schwierig. Also sobald man halt diese lilanen Streifen da am Himmel verliert, ist es echt schwer, sich zurechtzufinden, wenn man die Karte noch nicht so gut findet. Ich habe auch ein verlassenes Lager dann auf einmal gesehen, an dem Ende von einem Gang. Da dachte ich erst so, oh, bin ich hier beim Lagerraum mit dem Nebeneingang? Habe mich erst gefreut und habe dann gemerkt, ne, du bist ganz woanders. Du bist komplett oben rechts auf der Karte. Ja. Amatten, beziehungsweise das uralte Plateau, liegt mir noch nicht so gut. So, wir hatten gerade nochmal den Vermerk, dass ich Hunger vom Spiel aus bekommen. Also die Info. Ist mir gerade relativ egal, wir essen auch noch was, aber jetzt noch nicht. Erstmal gehen wir hoch und bringen einen Schlauch mit Wasser der Heiligen Linie hoch zum Dekanen der Ingenieurskunst. Der müsste hier oben sein. Da. Das müsste er sein. Oh, Hallöchen, beachte Demiel. Mich gar nicht weiter. Ich versuche nur gerade vier potenzielle... Oh, Hallöchen, beachte mich gar nicht weiter. Ich versuche nur gerade vier potenzielle Projekte unter einen Hut zu bekommen. Hab ich! Einen? Muss ich den Rest wegpacken? Okay, vielleicht habe ich zu viele. Dann verkaufen wir mal eben kurz Krimskrams bei den Händlern. Ist hier rechts direkt einer? Hier nicht direkt hier. Der kauft doch sicher Sachen. Sekunde. So, die hier mal an. Kann ich dir helfen? Ja, kauf mir Sachen ab. Die sind schwer. Oh, stimmt, ja. Die habe ich unterwegs noch gefunden. So, was habe ich hier noch? Das habe ich noch. Und ich würde sagen, den Rest will ich behalten, ne?
Sind alles Materialien halt. Machen wir erstmal so. So, hast du Rezepte, die ich noch nicht kenne? Nö, hat er nicht. Wunderbar. 274. Da machen wir 2 Goldbarren draus. So. Könnte jetzt hier Sachen einkaufen, brauche ich aber nicht. Und die Tasche ist jetzt auch schon leer genug. Ja, kann nur vermuten, dass er vielleicht nur einen Wasserschlauch möchte und nicht 8. Oder wie viele habe ich hier? 3, 6, 9. Dann würde ich mal, ich glaube, ich habe 2 Wasserschläuche in meiner Behausung gelassen. Dann würde ich die 8 Schläuche würde ich einfach mal reinpacken in eine Kiste. Gucken wir erstmal nach, ob ich noch welche habe. Denn ein paar braucht man natürlich auch noch fürs normale Wasser. Mal gucken. Ich habe alle mitgenommen tatsächlich. Alle Schläuche mitgenommen. So, jetzt geht es so ein bisschen ansortieren. Ich mach mal Folgendes. Und zwar, erstmal packen wir alles in eine Kiste, in gewohnter Manier. Alles in eine Kiste wird gepackt. Dann wird in etappenweise Sachen rausgenommen. So. Sekunde. Ausrüstung bleibt bei mir. So. Falls sich jemand fragt, wie ich so schnell die Sachen reinpacke, Leertaste. Mit dem Mauszeiger und der Leertaste geht das echt super schnell. Das ist mir auch erst sehr spät aufgefallen. Früher habe ich Outward immer geklickt. Klick, 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 klick. Und so, guck mal, wie schnell das geht. Rums, alles drin. So. Den brauchen wir, den brauchen wir, den brauchen wir. Die brauchen wir nicht. Und jetzt beginnen wir mal mit... Oh, ich habe doch einen normalen Wasserschlauch noch. Sehr gut. Einen davon. Den bringen wir dann eben zum Dekan. Ah, nee, warte, warte, warte. Bevor wir den zum Dekan bringen. Du bist doch für Erkältung, genau. Erkältung. So, jetzt wird die mal ein bisschen besser. Und das mit der Rose hier, da gab es auch was für. Was war nochmal das mit der Rose? Schwierig. Ich glaube, das war irgend so ein komischer... Weiß es nicht. Mit der Rose lassen wir mal. Was hat nochmal mit... War das die Träumerwurzel? Ich glaube, das war die Träumerwurzel, die die Rose... weggemacht hat. Aber ich bin mir jetzt gerade nicht so ganz sicher. So, wenn ich jetzt nur einen Schlauch habe, nimmst du den. Oh, hallöchen, beachte mich gar nicht weiter. Ich versuche nur gerade 4 potenzielle Projekte unter einen Hut zu bekommen. Muss ich den in meiner Tasche haben? Oh, hallöchen, beachte mich gar nicht weiter. Ich versuche nur gerade 4 potenzielle mich. Projekte unter einen Hut zu bekommen. Er ignoriert mich einfach. Ja, wie machen wir das denn jetzt? Ich habe eine Tonne an Sachen und wie ihr gesehen habt, vieles davon verschimmelt auch bald. Wenn ich aber alles aus meiner Kiste nehme, was irgendwie verarbeitet werden kann, dann kann ich nicht laufen. Ich würde sagen, wir gucken mal eben, was ich für Rezepte habe. Vor allem die neuen sind halt wichtig. Ob ich dort nicht... Ich habe zum Beispiel das Bosu-Fleisch, ne? Ach, guck mal hier. Bosu-Fleisch. Paté, kostenlose Fleischpastillen mit unzähligen Fleischeinlagen, besitzt über Zeit hervorragende Heilungseigenschaften. Man braucht ein Ei, Mehl. Da können wir das Bosu-Fleisch und das... Oh, mein Headset geht gleich her. Bosu-Fleisch und das... Aber ich suche auch noch was anderes. Und zwar, gibt es was? Frische Sahne. Ja, gibt es. Frische Sahne kann ich aus Milch herstellen. Okay. Und mit Zucker kann ich diese komische Kriecherbeeren-Zeugs... Damit kann ich Kriecherbeeren, bla bla bla, Lux Lichette, Omelade, das da, Meeresfrikassee, Mehl, Mineraltee. Aber ich suche auch noch was für, wie heißt es denn noch? Sahne. Das hier ist Kuchen. Popokürbiskuchen. Gibt es hier nichts, was man mit Sahne herstellen kann? Nichts, was ich mit Sahne herstelle. Ich muss meine Sahne verkaufen. Oder? Ich habe doch hier Sahne, ne? Du nicht. Nehmen wir erstmal alles an Essensmöglichkeiten raus. Und da, halt sofort Heilbrosch. Heiligbrache. Essen. Perfekt. Wusste ich's doch, dass es da was gibt. Ich muss hier alles Mögliche erstmal irgendwie verarbeiten. Das ist ja alles am Verschimmeln. Guck dir das mal an.
Tank. Meine armen Sachen. Da, frische Sahne. Mist. Bietet Widerstand gegen Verderbnis. Muss verkauft werden. Futter jetzt die Essensreste in der Hoffnung, dass ich mich nicht übergebe. War klar, Verdauungsstörung. Mann. Das war doch der Nadeltee für, ne? Wunderbar. Okay. Nein. So, ich habe an Essenszeugs alles Mögliche rausgenommen. Das kommt nur in eine Bank. Das kommt in eine Bank. Ich sage immer Bank, aber ist das eigentlich nur mal eine Kiste? Hm. Schwierig. Gucken wir mal eben, ob es hier nicht. Hoppala, falsch. Dunkler Stein. Nein, nein, wo ist denn die Alchemie? Da ist die Alchemiestation. Was gibt's hier? Der Weihrauch kann man aus Träumerwurz herstellen und dem Elementarteilchen Licht. Den Weihrauch braucht man ja auch für Verzauberung. Das ist doch schon mal was. Dann kann ich aber Träumerwurz schon mal in was verarbeiten. Sehr gut. Bisher hatte ich noch keine Verwendung für den. Dann machen wir das jetzt mal so. Erstmal esse ich was, bevor der noch das 10. Mal sagt, dass ich Hunger. Ich habe nur ein Elementarteilchen Luft. Komm, wir kochen erstmal. Wo ist es? Wo ist mein Salz? Und jetzt brauche ich noch. Gut. Ich zeige euch noch eben, was ich kochen kann. Alter, das ist so viel Zeit schon hier ins Land gegangen. Also ich mache hiervon was. Ich mache von den anderen Sachen ein bisschen was. Und dann gucken wir nochmal beim Alchemietisch rein. Aber ich will eigentlich gerne noch zurück zur... Da unten nach rechts. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. In diesen Turbinenbereich. Und dort weiter erkunden. Das heißt... Ich kümmere mich jetzt ein bisschen um Alchemie und ums Essen und wir starten dann einfach, wenn ich wieder losgehen kann. Okay? Gut. Bis gleich. So, kurzes Upgrade. Sorry, dass es so ein bisschen durcheinander geht. Albtraumpilze habe ich vergessen zu kochen. Shit. Egal. Ich habe Zielkaffee, Fleischeintöpfe, Bergmannsomelett, diverse Sachen. Vor allem auch die Kicherbeerenstulle. Ich würde jetzt einmal kurz was nachschauen. Und zwar, wir haben jetzt gerade... 72 Verderbnis, wir dürften mal was essen, das machen wir jetzt auch und gucken jetzt als allererstes mal an, was die Kicherbeerenstulle gibt, denn die soll ja viel Ausdauer wiedergeben, aber auch Verderbnis steigern. Und wenn ich die jetzt fresse, dann ist die Verderbnis um 3 nur gestiegen, das ist in Ordnung, das ist nicht viel. Machen wir es noch. Wo sind die Buffs? Hier. Und wir haben bekommen... Physischer Schaden plus 20 und 8 Ausdauerwiederherstellung. Das ist super. Die werden wir benutzen. Jetzt machen wir das Zipate. Oder Kipate. Ich würde sagen, das heißt Zipate. So, wenn wir das essen. Hervorragende Heilungseigenschaften. Könntest du es nicht bei dir behalten. Shit. Nochmal. Wunderbar. Jetzt haben wir eine ganze Menge weitere Sachen bekommen. Zum Beispiel... Genesung, okay, das geht. Mehr Schlagfestigkeit ist gut. Mana-Wiederherstellung. Wo habe ich das denn her? Anteilig. 1. Widerstand bei kaltem Wetter, das ist ganz gut. Ja, also so lala. Verfügbarkeit einer Prise. Manches gewöhnliches Gericht. Ansonsten, was ist das? Traditionelles warmes Gericht. Karamellkuchen. Widerstand gegen Verderbnis. Stärker, Gesundheit. Bietet Widerstand gegen Verderbnis. Okay. Ansonsten. Voller Verderbnis. Ich will mal so einen Kuchen futtern. Wie viel Verderbnis gibt der? Und es ist nicht bei dir bei. Komm schon. Und es ist nicht bei dir bei. Hallo. Du bist entweiht. Verderbnis 77. Was bringt jetzt der entweiht? Hungerrate 100%. Physischer, minus physischer Widerstand gegen Unschlagfestigkeit wie in der... Mehr Blitzwiderstand und Blitzschaden? Weniger Blitzwiderstand, weniger Angriffsgeschwindigkeit. Aber gab es nicht bei 100? Müsste mich eigentlich mal... Wie viel Leben habe ich? Macht dann einmal 100 Schaden. Das ist schlecht. Das überlebe ich nicht.
Wenn man Verderbnis auf 100 bringt, kriegt man 100 Schaden. Ich habe keine 100 Leben. Weil das waren 100 Schaden. Dann werden wir das einfach runter, ein bisschen runter bringen. Gut. Essen verkaufen wir jetzt eine große Menge, denn so viel Essen brauchen wir nicht. Zum Beispiel, also diese Kuchen, die esse ich absolut nicht. Ein Fleischtopf kann man benutzen. Moment, frische Sahne esse ich nicht. Pilzläuterer habe ich auch nicht benutzt. Kürbis. Wunderbar. Die Eier verkaufen wir jetzt auch mal. Der Rest, den kann man, glaube ich, behalten, ne? Jerky noch weg. Ja. Den Rest kann man, denke ich, behalten. Hopp. Nein, möchte ich nicht verlassen. Gut. Oder auch nicht. Wir können jetzt noch schauen, ob wir irgendwas am Alchemietisch herstellen können. Im Schauen. So, die hier. Was könnte man noch mit Träumerwurz? Oh, der brauchte, glaube ich, Eier, ne? Der Träumerwurz. Weißt du was? Jetzt anders. Den herstellen. Ich glaube, dass der gegrillte Albtraumpilz auch Verderbnis gibt. Guck mal eben rein. So, der gibt Gift in eine die das Bewusstsein steigert. Verwenden. Was sind das denn für komische Sachen hier? Das hier ist energiegeladen. Verringert die Ablenkzeit von Fähigkeiten. Beschleunigen. Hatte ich die vorhin auch? Verlängert die Unverwandtheit beim Ausweichen, macht dich anfälliger für Schaden. Und wenn ich den jetzt ganz viel esse? Konntest du es nicht bei dir behalten? Ach mein Gott. Konntest du es nicht bei dir behalten? 2. Moment, mal kurz schauen. Was? Wie schnell man da nur rollen kann? Okay, genug rumgespielt. Ich gucke jetzt noch mal kurz, was der Träumerwurz kann oder ob wir irgendwelche Sachen herstellen wollen. Von einer Alchemie-Geschichte. Eben der Trank. Halt negative Effekte ausgelockt und Schwächen. Kältetrank, Lebenstrank. Lebenstrank könnte ich jetzt noch ein paar herstellen. Hol ich mir gleich von oben. Genau, Elementarteilchenlicht, das war's. Das könnten wir nochmal eben kurz herstellen, den Weihrauch. Ist das Elementarteilchen? Ja. Oh, Wasser. Und zack. So. Ja. So. Ich weiß noch nicht, wie das Verzaubern funktioniert, aber ich habe eine Überlegung. Ich puste. Achso, ja, ich bin ja noch krank. Ich habe ja. Wo haben wir den denn? Ich habe hier eine ganze Menge Dinger. Nehmen wir mal alle mit. Runde. Wir haben hier so einen Baumstumm. Da. Da was. Den braucht man. Zauberungs. Und das Ding. So. Schauen wir mal. Probieren wir was aus. Ach nee, ich kann da gar nichts reinpacken. Nee. Wofür ist denn der dann jetzt? Öffnen Verzauberungssäule. Verzauberungssockel. So, verzaubern. Nichts geschieht. Nichts geschieht. Was steht hier an dem Ding? Ach ne, steht nichts dran, ne? Verstehe ich nicht. Muss ich mir mal
durchlesen irgendwann. Okay. Ich habe Tränke hergestellt. Das ist schon mal gut. Schauen wir mal eben nach, was wir hier so haben. Mehr als genug Lebenstränke. Ich glaube jetzt, was das Verfaulen von Gegenständen angeht, sind wir ganz gut dabei. Und die Sachen stelle ich hier alle fast gar nicht her. Ja, dann. Aber bitte darüber. Danke. Dann würde ich sagen, reparieren und schlafen wir mal eben. Denn solange wir die Aufgabe für Victor nicht erledigen können und der Dekan der Ingenieurskunst unseren Beutel nicht haben will, können wir ja auch erkunden gehen. Oh, reparieren. Schlafen. Ja, auch bei Nacht los, ist ja eigentlich alles egal. Hi. Dieses Spiel ist sehr, sehr, sehr nicht komplex, aber ich verstehe eine Menge Sachen einfach nicht. Vielleicht muss ich mir das erklären lassen von den NPCs erstmal. Haben wir denn hier? Kann ich mal eben durchgucken, haben wir eine ganze Menge Sachen gelernt. Der Weitrank zum Beispiel, der ist hier fürs Verringern von Verderbnis. Braucht Träumerwurz, einen läuternden Quarz, den habe ich. Und Okkult-Überreste, die müsste ich auch haben. Dann könnte ich mir drei Weitränke machen. Unschuldstrank. Widerstand, ich finde, den braucht man eigentlich nicht. Weihrauch. Hochwertiger Weihrauch für Verzauberung. Steinfleisch. Elixier ist, glaube ich, erhöht, genau, verbesserter physischer Schadensregeneration. Ja, es ist Widerstand. Und Reinheitstrank brauchen Weitrank und beliebiges Elementarteilchen. Das ist krank. Das ist krank. Und ich glaube, die Sachen habe ich. Quarz, Träumerwurz, okkulte Überreste. Das gucke ich mal eben nach. So. Gucken wir mal. Also, das ist es alles nicht. Hier ist es auch nicht. Hier sind die okkulten Überreste. Da ist der Quarz. Und dann brauchte ich noch... Was war denn das dritte? Träumerwurz. Und dann nur noch das Wasser. So. Schauen wir mal. Ja, und Elementarteilchen kann ich ja dann noch mitnehmen. Da habe ich ja von anderen eine ganze Menge. Eines Chitin, nein. Wo sind die Elementarteilchen? Hier, Eis zum Beispiel. Davon nehmen wir mal eins mit. So. Weitrank. Kann ich einen herstellen und jetzt kann ich drei Reinheitstränke, kann man aus einem Weitrank machen. Trank. So, ich habe 77 Verderbnis, ein Reinheitstrank, nimmt 50 weg. Und ich glaube, der hier gibt 25 weg, ne? 20 sogar nur. Dann lohnt es sich immer mit den Elementarteilchen die Verderbnis runterzusetzen. Warum runtersetzen, wenn es, ich sag mal, in gewisser Weise helfen könnte, weil es hat ja negative sowie positive Aspekte. Wenn es auf 100 ist, sterbe ich, glaube ich. Ich meine, wie gesagt, dass es 100 Schaden macht. Gut. Halt. Den Helm will ich behalten. So, jetzt brauchen wir noch ein paar Sachen. Fluchreiniger zum Beispiel kann man mitnehmen. Gegengift kann man mitnehmen. Dann brauchen wir noch Heiltränke. Die großen brauche ich nicht. So, Heiltränke nehmen wir 5 mit. Gegengift brauchen wir nicht so viele. Wir brauchen Astraltränke. Davon können wir auch 5 mitnehmen. Brauchen wir noch Wasser? Haben wir hier? Das Wasser können wir auch mitnehmen. Beruhigenden Tee kann man mitnehmen. Bitteren Gewürztee kann man mitnehmen. Und die kann man mitnehmen. 6. So, jetzt haben wir eigentlich schon fast alles, was wir brauchen.
Als Regenerier-Essen würde ich sagen, ich habe nichts, was Mana hier gibt, ne? Außer den Gabärenwein. Können wir draußen gucken, ob wir irgendwas finden, was Mana zurückgibt. Aber die Kicherbeerenstulle ist zum Beispiel gut fürs Reisen. Dafür würde ich einfach 7 Stück mitnehmen. Und der Fleischeintopf. Beziehungsweise, ja, der Fleischeintopf reicht wahrscheinlich dann. Gibt der Leben wieder? Ja, der gibt Leben wieder. Dann können wir Fleischeintöpfe dazu mitnehmen. So. Nichts fürs Mana. Ja, müssen wir draußen gucken mit Mana. So. Müssen wir nur noch ein paar Rumspulen und so einen Kram mitnehmen. Man weiß ja nie, ob man mal vor einer Tür steht, die Ametrine, Rubine oder irgendwas in die Richtung haben möchte. Gibt es. Hatten wir schon mal. Aber alle muss man dann nicht mitnehmen. So, habe ich alle Steine einmal? Ja, ne? Brauchen wir nur noch ein bisschen Geld. Und dann sind wir gewappnet. Nicht so, so wie geplant, aber geplant ist irgendwie auch ungeplant. Macht das Sinn? Absolut gar nicht. Aber. Was brauchst du? It is what it is. So. Hast du was für Mana? Nein. Das ist aber schlecht. Das ist aber schlecht. Da müssen wir auf unsere passive Mana-Regeneration hoffen. Bauen. Was kann ich für dich tun? So. Hast du dich jetzt genug von links nach rechts bewegt, oder? Nein? Alles klar. Wie kann ich dir helfen? Eine Sache würde ich noch eben machen. Zu wenig Silber. Ach so. Und zwar, Reinheitstränke würde ich dann doch mitnehmen. Bevor wir mal in eine Bedrohung kommen bezüglich... Ist er? Bezüglich Verderbnis. Ja, direkt beide mit. Und den des Wettertrotzens brauche ich. Bei 3 Stück. Passt, ne? Ja, komm, passt. Ja, Outward ist sehr, sehr sortierfreudig. Ich weiß auch nicht, ob das Projekt so noch Sinn macht. Ich werde wahrscheinlich eine Umfrage starten, ob überhaupt Interesse weiter besteht, weil ich würde es gern spielen. Ich spiele es auch recht gerne, aber es ist wirklich super schwer daraus, sinnvolle Let's Play-Folgen zu machen, wie es bei Skyrim beispielsweise geht. Bei Skyrim hat man ja, was das Reiten und dergleichen angeht, deutlich schnellere Möglichkeiten. Nur ich finde es halt immer ein bisschen doof, wenn ich alle gänzlich davon ausschließe, was ich auch in der Stadt mache. Und vor allem, wenn ich dann so Sachen mache, die für mich neu sind. Ne? So, ich habe jetzt auch keine Ahnung, was ich für einen Folgentitel nehmen soll und was für ein Thumbnail. Das müssen wir ja auch noch hier irgendwo unterbringen. Ich würde sagen, wir machen das von hier. Hier. So, jetzt machen wir noch eben ein Thumbnail gleich. Und ja, ich starte mal eine Umfrage, ob das überhaupt noch benötigt wird. Weil sonst könnten wir auch ein bisschen mehr Zeit in Skyrim investieren. Ähnlich wie bei Velaya. Velaya scheint ja auch nicht so gefragt gewesen zu sein. Das haben wir ja dann auch abgebrochen. Ja, schönen Sonntagabend. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.